Guten Abend, meine Damen und Herren, an den Fernsehschirmen und hier im Studio zu einer neuen Ausgabe von Trotha trifft. Ich treffe ja ganz unterschiedliche Menschen und wer die Sendung regelmäßig verfolgt. Jüngst hatten wir einen Chansonnier und Schauspieler oder einen singenden Schauspieler und einen spielenden Chansonnier. Also er hat beide Formen abgedeckt. Heute habe ich mich entschlossen, einen Gast Ihnen vorzustellen, der sich sehr auf das Schauspiel geworfen hat und nicht nur sich selbst eingebracht hat, sondern sich ein ganzes Theater geschaffen hat. Und damit darf ich Sie sehr, sehr herzlich vorstellen. Sie sind Frau Katja Nottke und Sie betreiben Nottkes das Kieztheater. Richtig. Am Jungfernstieg in Lichterfelde Ost. Richtig. Sie sind, das habe ich vorher mich erkundigt, ob ich das sagen darf, 54 Jahre und in vielerlei Sätteln gerecht, Schauspieler, Regisseur, Intendant, bis hin auch zur Putzfrau. Also, das muss, glaube ich, auch so sein, sonst wäre es kein Kieztheater und sonst könnte man auch nicht mit dieser Leidenschaft, die ich Ihnen einfach unterstelle, durchhalten. Wie sind Sie dazu gekommen, also zu sagen, ich will ein eigenes Theater machen? Ganz schnell. Ich hatte schon mal eins 91. Das war das Kramer-Theater in der Schwiebusser Straße. Mhm. Und das war dann nach 4,5 Jahren Pleite. Mhm. Dann habe ich mich erst mal wieder anders orientiert. Aber die da waren Sie auch Intendantin? Also quasi ja, ja, mit dem Claudio Maniscalco zusammen. Und daraus hat man gelernt. Und das hat mir aber dann keine Ruhe gelassen. Und dann habe ich diesen wunderbaren Menschen kennengelernt, meinen jetzigen Mann. Der hier der unter hat, uns ist. Genau, der, ich wollte gerade so dahin zeigen. Ja. Und als es dann so weit war, dass ich merkte, ich muss wieder was Eigenes machen, also ich bin freiheitsliebend und verrückt genug, fragte ich ihn nur, würdest du es mit mir machen? Und dann sagt er ja. Und dann haben wir also einen passenden Ort gesucht und rutschten plötzlich immer weiter in unseren Bezirk Lichterfelde Ost. Und haben da ein Objekt gefunden, das natürlich überhaupt kein Theater vorher war, sondern ein Büroraum mit, ich glaube, 7 Büroräumen. Bloß man konnte hinten an einem Raum konnte man stehen und zwar mit einer Treppe. Also es war ein erhöhter Raum, weil unten drunter eine Garage war. Und da dachte ich, boah, das ist ja wie Bühne. Eine Bühne. Ja. Und dann habe ich meinen Mann schnell angerufen und gesagt, guck dir das mal an. Dann haben wir den Vermieter gefragt, ob wir das alles ummodeln dürfen. Und haben also praktisch in unsere Rente investiert, sage ich immer, weil wir hatten vor, dann lange dort zu bleiben. Ja, und das heißt also, das ist mein zweites Theater. Und aus den Fehlern gelernt, wo man in dem ersten Theater fast 20 Angestellte hatte, hat man gesagt, nein, das machen wir diesmal nicht, denn wir wollen ja mindestens 20 Jahre da bleiben. Ja, ja. Und wir machen alles selber. Die sagte irgendjemand vom Bezirksamt, ach ja, das ist Selbstausbeutung. Nun Gott, ich möchte das nur nicht unbedingt so bezeichnen, weil es macht ja Freude. Ja. Wir arbeiten zwar hart und manchmal auch 16 Stunden am Tag, aber und ein bisschen multiple, weil man ja Regisseur ist und Spielplan macht und die Bücher aussucht und schreibt und die Musik aussucht. Und hat im Laufe dieser Jahre, nächstes Jahr werden wir 10 wunderbare Menschen gefunden, Kollegen, die also mit uns diese Freude teilen, weil sie, ja, weil wir einfach Spaß auch aneinander haben. Haben inzwischen ein wunderbares Publikum. Ich sage immer von 40 aufwärts. Ich sitze also auch an der Kasse. Manchmal kommt eine Dame von 70 und sagt, ich möchte meiner Mutter ein Geschenk machen. Dann fällt mir auch ein bisschen die Kinnlade runter. Ich denke, wie alt wird dann die Mutter sein? Aber wir haben Freude und diese Menschen verstehen auch das, was ich mache, weil ich bin, ich sage immer, eine Alte. Ich nehme Musik aus den 20er, 30er, 40er Jahren und diese Menschen kennen das dann wenigstens und erfreuen sich daran. Also, Sie haben so viele Themen schon angerissen. Das tut jetzt. Mir ja leid. Nein, nein, ich freue mich darüber und das macht auch dem Publikum jetzt und den Zuschauern deutlich, was alles da sich dahinter verwirkt. Man könnte ja meinen, Kids-Theater, das sei eine kleine Sache, die man jederzeit irgendwie schaffen kann. Aber Sie sagten ja, was alles damit verbunden ist. Gleich die erste Frage ist, werden Sie eigentlich vom Bezirk in irgendeiner Form finanziell unterstützt oder? Nein. Gar nicht. Also nein. Das heißt, Sie sind tatsächlich ganz auf sich selbst gestellt, obwohl doch der Bezirk eigentlich stolz sein muss, dass in seinem Bezirk ein privates Theater nun auch schon so lange
spielt. 10 Jahre ist ja schon eine sehr beachtliche Zeit. Naja, sagen wir mal, vielleicht sind wir auch selber ein bisschen schuld daran, weil wir jetzt noch nicht so uns so populär gemacht haben. Ich habe gesagt, ich fange lieber klein an und ich möchte, dass die Leute dieses Theater für sich erobern, damit es wirklich Bestand hat. Und so sagt jeder dem anderen, Mensch, warst du schon mal da? Da musst du hingehen, das macht Spaß, die sind nett. Und jetzt sehen Sie, Sie haben zur richtigen Zeit mich angerufen. Jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt sind wir so weit, wir haben etwas erreicht, wir können sagen, wir sind stolz und wir können es nach außen tragen. Und jetzt gehen wir an die Öffentlichkeit und jetzt vielleicht kommt auch der Bezirksbürgermeister und sagt, wow, das habt ihr wir haben ein Theater. Gut, also hoffentlich bringt diese Sendung etwas. Ja, und der Bezirksbürgermeister guckt sich das an. Ist denn, wie viele Plätze haben Sie in dem Theater? 80. 80. Kommt Ihr Publikum aus den umliegenden Stadtvierteln oder kommt es berlinweit? Also Sie kommen vorwiegend natürlich aus Zehlendorf, Lichterfelde, Teltow, also, Kleinmachnow. Ja. Aber wir haben auch Menschen, die von Reinickendorf oder Prenzlauer Berg sich tatsächlich in die S-Bahn setzen, die auch gleich dort ist, S25. Und, Bahnhof Lichterfelde Ost noch einmal gesagt. Bahnhof Lichterfelde Ost. Und die tatsächlich den weiten Weg machen, weil sie es so schön bei uns finden. Ja. Weil wir haben ein kleines Theater. Natürlich würde man wahrscheinlich 150 Plätze reinkriegen, aber wir haben Cocktailsessel. Weil ich habe mir geschworen, es wird nur noch ein Theater, wo man bequem sitzen kann. Oh, ja, toll. Ja. Beinfreiheit hat, kleine Tische. Man kann seine Getränke also mit an den Tisch nehmen. Aha. Und das war es mir wert. Ja, ja. Jetzt zu Ihrer Person. Sie waren, als Sie den ersten Versuch der Intendanz machten, der nicht ganz geglückt ist, schon irgendwie ausgebildete Schauspielerin? Oder richtig. Ausgebildete, also Sie sind ich bin jetzt seit 34 Jahren staatlich geprüfte Schauspielerin. Und aber jetzt in vielen anderen Regie haben Sie. Ab 26. Lebensjahr habe ich Regie geführt. An der Vagantenbühne zum Beispiel. Oder, ja, kennt jeder. Ja. Und das Kammertheater war früher das junge Theater in Kreuzberg. Das kennen vielleicht auch noch welche. Ja. Und dann mal so kleine Produktionen irgendwo gemacht, bis dann eben das erste Theater kam, wo ich dachte, oh, jetzt mal los. Jetzt hast du ihn. Und dieser Sprung ins kalte Wasser ist ja ein sehr mutiger Sprung. Weil ja, man kennt es einfach, dass viele Theater, selbst die großen klassischen Theater, schaffen es nicht, ohne massivste Subventionen über die Runden zu kommen. Sie kommen völlig ohne Subventionen aus, müssen ja doch jeden Monat die Miete zahlen. Ja. Sie müssen irgendwie davon auch leben können. Das ist doch kein leichtes Unternehmen. Woher nehmen Sie die Kraft? Erstens die Freude zu haben, zweitens durchzuhalten und drittens noch mit Zuversicht in die Zukunft zu sehen. Also vorwiegend erstens mal, weil ich liebe meinen Beruf, weil ich diese wunderbare Unterstützung in meinem Mann habe. Da hängt ja dann auch jetzt noch jetzt müsste eigentlich rote Ohren bekommen, zum zweiten Mal. Da hängt ja auch noch, also ich habe leider keine Eltern mehr, die ja auch in diesem Beruf waren. Aber meine Schwiegermutter war meine Klassenlehrerin. Also wir könnten Geschichten erzählen, das glauben Sie alles nicht. Das wird zu lange führen. Aber die zum Beispiel schwingt auch den Pinsel und malt. Also es ist eine kleine, meine Stieftochter steht hinterm Tresen. Ihr Liebster führt manchmal das Lichtpult. Es ist tatsächlich langsam in diesen 10 Jahren zu einem wirklichen Familienunternehmen geworden. Ja. Aber es ist auch so, dass die Leute, die zu uns kommen, zu 98% sich so freuen und die sind so. Also sie sind dankbar, dass es uns gibt, weil sie sagen, es gibt sehr viel für junge Leute. Das ist schön. Ich hatte nie die Ambition, jetzt also nicht, weil mich nicht junge Leute interessieren, das ist es nicht, sondern wie gesagt, weil ich wie so eine Alte bin, die mehr so in der Vergangenheit die Dinge hervorhebt. Und diese Menschen sind einfach so entzückend. Und für die würde ich auch 20 Stunden arbeiten, muss ich sagen, weil das einfach hinreißend ist. Wo kommen Sie, welche sind die Autoren, die Sie für das Theater heranziehen oder die Vorlagen? Sie müssen ja sich von dem klassischen Theater abheben. Das heißt, Sie müssen eigentlich unentdeckte Autoren oder? Das sagt man immer so. Also ich sage immer, da viele Leute mich Gott sei Dank noch von früher kennen. Bin ich, sage ich mal, sowas wie Heidi Kabel oder so. Also ich bin eine
Figur, die das Theater prägt. Sie spielen auch bei jedem Stück mit. Fast bei jedem Stück. Manchmal muss man auch Luft holen. Mhm, ja. Und natürlich schöpfe ich noch aus dem Vergangenen. Also im Karmatheater gab es die legendäre Edith Piaf-Revue von meinem Vater. Der hatte das geschrieben. Und dann fragte man mich, warum ich das nicht nochmal mache. Und dann sagte ich, also Entschuldigung, 20 Jahre ist es her, 20 Kilo schwerer. Ja. Wollen wir doch mal bei den Tatsachen bleiben. Aber die waren so, die haben gesagt, nein, machen Sie das. Das ist doch völlig egal, wie Sie aussehen. Machen Sie und so. Und ja, und dann macht man das und es ist wieder ausverkauft. Wir haben es jetzt auch noch mal im Oktober, ist aber auch schon ausverkauft. Also ja, mit dem Claudio Maniscalco zusammen. Ja. Inzwischen ist es von einem 7-Personen-Stück natürlich nur ein 2-Personen-Stück geworden. Ja. Oder Zara Leander, musste ich jetzt gerade lachen, weil Tim Fischer ja auch da war. Zara Leander halt das, also klassische Repertoire wie Knef und das ist halt mein... Das ist, woher das kommt, aus meiner Kindheit. Ja. Mein Vater hat die Platten aufgelegt. Und das begleitet einen einfach. Ja. Und dann gibt es die berühmten, damit haben wir im Sommer mal angefangen, um zu sagen, wir wollen auch im Sommer Theater machen. Wir haben einen ganz kleinen Garten noch mit dran, einen Hofgarten. Und haben dann gesagt, okay, da machen wir so einen kleinen Imbiss noch dazu. Also wir fangen drinnen an. Und dann gehen wir zum zweiten Teil raus, wenn es schön ist, und machen dann noch so eine halbe Stunde draußen weiter. Und das finden die Leute natürlich ganz toll. Und das gibt immer dann so einen kleinen Imbiss dazu. Ja, also wenn es was Italienisches ist, gab es Pasta natürlich. Jetzt haben wir, das ist jetzt hier Crazy Fly, bitte anschnallen. Das ist im Flugzeug, dann gibt es natürlich ein Sandwich erstmal, ne? Dann landen die im Dschungel, müssen notlanden, dann versucht einer Eierkuchen zu machen, dann bekommen sie also Eierkuchen und dann noch ein Eis. Also das ist vielleicht schön. Halten Sie doch mal den Flyer der laufenden Produktion in die Kamera 2, wenn die Kamera 2 das ein bisschen zoomen kann. Vielleicht nicht, dass Sie sich gleich dahinter verstecken, sondern mal gucken, dass wir das haben. Nachher nehmen wir auch noch mal den Flyer von der künftigen Produktion. Da also, ist vor allem auch die Nummer ist ganz wichtig. Ah ja. Da ist die Ticketnummer. Vielleicht können wir die sogar, wenn die Regie das irgendwie schafft, noch mal einblenden. Dann sagen Sie es bitte einfach. Gut, Ticketnummer 922-74062 oder 922-74-062. Wunderbar, das ist doch schon bestens gesprochen, wunderbar. Und die Sendung kann jederzeit bei YouTube wiederholt werden, wird auch hier im Sender wiederholt. Also wer die Nummer nicht sofort mitbekommen hat, kann es bei der nächsten Wiederholung nochmal sich mitnotieren. Schön. Ich hoffe sehr, dass damit die vielleicht nicht ganz ausverkauften Sachen, die auch mal auf Sie zukommen werden, dann auf dieses Publikum stößt. Man hört von Ihnen diese Begeisterung, man merkt die Leidenschaft. Gab es Anlässe, wo Sie sagten, Mensch, nee, eigentlich jetzt habe ich fast keine Lust mehr, ich möchte eigentlich alles hinwerfen. Gab es auch dieses Mal so einen Moment? Ach Gott, hinwerfen ist eigentlich das bezüglich eigentlich nicht. Es ist immer so das Drumherum, wie natürlich Steuern und dann ist es mal nicht so viel Publikum, dann hat man schon wieder Sorge ein bisschen mit dem Geld. Also das ist natürlich immer ein Damoklesschwert, was über einem hängt, ja. Witzig war zum Beispiel die Eröffnung, die war einfach, also wir haben angefangen, so Flyer zu verteilen im Kiez. Mhm. Die erste Vorstellung, die ausverkauft war, war die Silvestervorstellung, sofort. Aber so alles davor dümpelte so ein bisschen vor sich hin. Und dann haben wir gesagt, also am 24. November, habe ich zu meinem Mann immer gesagt, am 24. November müssen wir aufmachen. Und das war ja eine Baustelle natürlich. Und jetzt die Leute, die also nun schon voreilig die Silvesterkarten gekauft haben, die schlichen also immer um dieses Haus herum und fragten uns, ob das denn auch fertig wird. Ja, und wir eröffneten dann mit Toiletten, mit Pixie-Toiletten draußen, mit einer Bautreppe, die ins Haus führte. Und man konnte nur oben, und ich hatte nur noch eine Garderobe mit einer Funzellampe, mit einem kleinen Spiegel. Und so haben wir dann angefangen. Und, aber es ist unvergesslich. Ich habe meinem Mann auf dem Parkplatz begegnet und sagte nur, hallo, wie geht's dir? Ich weiß es nicht, sage ich auch nicht. Okay, 5:08 Uhr, wir müssen anfangen. So. Also der Vorhang muss aufgehen. Der Vorhang muss aufgehen. Genau. Ein bisschen erinnert mich dazu an
Erzählungen aus dem Krieg, wo man also da oh irgendwo mein Gott. mit irgendwas, ja, wo der Eintritt so bezahlt mit einer Kartoffel oder mit Kohle. Ja, man fängt so an. Also ja. wenn man sagt, ja. man fängt tatsächlich. Das ist natürlich eine scharfe Schulung, eine harte Schulung. Ja. Und ich freue mich, dass Sie trotz dieser, ich sag mal, durchaus nicht leichten Anfangsphase so viel Temperament und Freude ausstrahlen, wie man es eigentlich nur jedem wünschen kann, der ein Theater leitet. Sie machen ja auch gleich eine neue Produktion. Was wird die neue Produktion werden? Karlchens Tante, nach dem berühmten Stück Charlies Tante von Thomas Brandon. Aha, ja. Das wird neu geschrieben von mir gerade. Es wird in Berlin stattfinden. Unsere Stubenfliege stört genau, sie jetzt im Augenblick. Stubenfliege. Hallo. Nicht das gleich Greenpeace. Tut mir kommt. Leid, aber das ist im Sommer manchmal so. Ja, ja, sie scheint mich zu lieben. Ich habe mich gewaschen. Okay. Ja, Karlchens Tante spielt in Berlin im 1880 ungefähr. Und wird hoffentlich schön. Also wir fangen erst im August an zu proben. Und wann wird die Premiere sein? Ja, vielleicht ist sie auch da erneut für die Kammer 2. Es ist natürlich die Intendantin, die Regisseurin und die Schauspielerin, die jetzt hier eigentlich sitzt, die am 21. September. Am 21. September Karlchens Tante. Und genau, und der Henry Nanzig spielt Karlchens Tante und ich spiele die echte Tante. Ah ja, gut, wunderbar. Wunderbar, also da freuen wir uns, wenn wir da zu Ihnen kommen dürfen. Gerne. Ich sag mal, Truppe, wie viel künstlerische Truppe sind Sie? Also Sie sagten, Ihr Mann macht Bühnenbild und malt also alles das, was zum Durchführen des Theaterstückes ist, ist Ihr Mann zuständig. Genau. Wie viel spielen mit Ihnen zusammen? Also mein Mann spielt tatsächlich manchmal auch ganz klein, weil er singt so schön. Also er darf dann auch nicht. Ganz toller Mann verheiratet sein, jetzt zum dritten Mal kriegt er ein tolles Kompliment, das ist unglaublich. Ja, das ist Gott sei Dank so. Also wir haben Isabel Gensür, Jeanette Ozendowski, wir haben Monika, oh Gott, jetzt Disse, Monika Disse, dann haben wir den Christoph Keune, den Henry Nanzig, Dirk Grave macht viel Musik auch. Oh Gott, bitte verzeiht mir, wenn ich jetzt irgendjemanden vergesse. also wir sind ungefähr ein fester Stamm von wirklich 5 Leuten. Und dann Claudio Maniscalco natürlich, der würde mich jetzt umbringen, wenn ich ihn nicht nenne. Ja, und ja, wir sind so. Und genau. Suchen alle 5 das Stück aus? Oder nein, Sie das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Also der Führer muss schon so ein bisschen dann bleiben. Die Führung bleibt in meiner Hand. Es gibt zwar ab und zu, wo ich sage, so, jetzt könnt ihr auch was machen. Es gibt jetzt, sagen wir mal, einen Monat, da könnt ihr euch also austoben. Aber ich gucke immer noch ein bisschen drauf, dass damit ich auch weiß, dass es auch den Leuten, die zu uns kommen, auch gefällt. Wir haben auch manchmal Gastspiele. Natürlich. Und wenn es so eine vertraute Mannschaft ist, wie Sie das eben so darstellen, gibt es dann auch mal Konflikte, dass Sie sagen, so, jetzt habe hier Sagen, also auch wenn du das so nicht machen willst, bitte mach es so, wie ich es will. Nein, das Komische ist, das Schöne ist, dass wir alle so ein bisschen ähnlich sind. Wir sind freiheitsliebend, aber wir lieben unseren Beruf und wir sind auch irgendwie alle gleich aufgewachsen, was das noch betrifft. Ja, also wir kennen noch, dass man wirklich, selbst wenn man krank ist, kommt und auf den allen Vieren kriecht und es ist völlig egal. Und wir spielen auch vor 7 Leuten. Also da ist keiner. Und das macht uns so, verbindet uns so. Und deswegen gibt es nicht so jetzt, das musst du so und so machen, sondern sie haben sehr viel Vertrauen zu mir. Manchmal wissen sie überhaupt nicht, was auf sie zukommt. Und ich sage nur, okay, wir beginnen mal. Also nicht, dass es improvisiert ist, das meine ich nicht. Ja. Sondern das Stück ist dann erst wirklich kurz vor der ersten Probe fertig. Und, aber sie haben so viel Vertrauen, dass sie das einfach in meine Hände legen. Und ich darf machen, ich darf mit ihnen kreieren. Und das ist das Schönste für einen Regisseur. Und für einen Autor, dass er so viel Vertrauen bekommt, dass er einfach sich seine Fantasie walten kann. Und sie fügen sich und manchmal, wenn sie sagen, naja, aber verstehe ich nicht oder findest du nicht, es geht so oder so besser, dann gucke ich mir das halt an und sage, ja, du hast recht.
Und es kommt auch niemand von dieser Fünfertruppe auf zu. Nein, ich möchte das spielen, was Peter spielt oder so, oder spielen soll. Oder ich sag ja, die sind so süß, ja. Sie machen das und wissen, ich werde immer das Beste für sie rausholen. Aha. Ja. Also das ist natürlich dann tatsächlich ein enormes Kapital, Vertrauenskapital, was in sie hineingesetzt wird. Gilt das auch für die Stücke, die sie auswählen? Dass ich darin Vertrauen nein, habe? Nein, 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 dass die Truppe sagt, du hast ein tolles Stück ausgewählt oder also muss denn das dieses Stück sein? Also es gibt ja einmal diese Stücke, die von mir zusammengestellt werden, wo die noch gar nicht wissen, um was es geht. Dann kennt man nur einen Titel, dann sage ich zum Beispiel letztes Jahr Crazy Fly, bitte anstellen. Oh, klingt toll. Mhm. Okay, um was geht's? Flugzeug? So? Und dann entwickelt sich das und dann merken sie, ah doch, es geht in die Richtung und man hat dann sehr viel Spaß. Und dann gibt es natürlich, wir haben auch den zerbrochenen Krug gemacht, wo wir ein großes Lob von unserem Publikum bekommen haben. Manche sagten, es wäre der beste Krug, den sie je gesehen haben. Toll. Das ist ganz toll. Ja. Und es gab, also wie gesagt, Piaf oder jetzt hier nach Karlchens Tante. Ansonsten versucht man natürlich nicht so sehr, also gut, manchmal kommt die Leute auch und sagen, wollen Sie nicht mal was von Ibsen spielen oder so, ja. Also da werden auch richtig Wünsche herangetragen. Ja, es werden Wünsche herangetragen, aber ich habe noch so viel im Kopf, was ich machen möchte. Wir haben jetzt hier noch ein Stück gehabt von Willkommen in der Wunderbar, das ging so um 1933, so ein bisschen angelehnt an Victor Victoria, also zart angelehnt. Ganz anders, sage ich mal gleich, ja, wegen der Rechte muss man ja mal aufpassen. Das war auch war noch ein Rest von meinem Vater, das Stück, was ich dann noch mal neu überarbeitet habe, Joachim Notke. Aber ansonsten versuche ich eigentlich immer neue Sachen selbst zu kreieren. Wenn Sie das so mal Revue passieren lassen, die 10 Jahre, Sie sagten mal, gleich die allererste Premiere war ein bisschen ist daneben gegangen. Oder wie sagt man unter Schauspielern, sagt man ja nicht daneben gegangen, sondern hat irgendwie einen anderen Ausdruck. Naja, es war ja, wie gesagt, die Eröffnung. Und ich wusste schon mal gar nicht richtig, wie ich mich schminke. Es war die Zara Leander. Aha, ja. Das heißt, also ich hoffte, in diesem kleinen Spiegel irgendwie zu erkennen, mit dieser Funzel, dass es irgendwas rauskommt, was so ähnlich aussieht wie Zara Leander. Ach so. Dann hatten wir noch, hatten wir einen Scheinwerfer, der sollte dann durch die Tür ganz dramatisch so auf die Bühne fallen. Dann ging die Tür zu und dann war der Scheinwerfer weg. Und also so kleine Kleinigkeiten. Passieren ja immer. Also auch hier in diesem Studio platzt manchmal der Scheinwerfer, aber es macht knallt irgendwas. Oder man hat eine Stubenfliege, die man nicht los. Ja, genau. Also das passiert immer was. Wenn Sie jetzt in die Zukunft gucken, Sie werden auch weitere 10 Jahre spielen wollen? Ja. Sie werden so lange spielen wollen, wie es Ihre Kraft erlaubt? Ja, das Werden Sie irgendwann sagen, gut, Schauspiel strengt zu sehr an, ich gehe nur noch in die Regie und ich mache nur noch die Intendanz? Kann ich mir nicht vorstellen. Also Sie brauchen also auf jeden Fall immer diesen Dialog. Ja, gut, okay. Vielleicht die Kollegen sagen, na jetzt ist aber wirklich mal genug. Ja, haben wir schon Scherze, dass ich dann sage, oh, ich weiß nicht, ich finde, ich bin doch ziemlich gut drauf. Das haben wir schon sehr gut gemacht. Die Truppe, mit denen Sie so lange schon zusammenspielen, Sie sind auch als Berliner und Sie sind ja auch Berliner, nicht? Also, ich bin, ja. Das hört man nicht unmittelbar. Nein, ich bin gut erzogen. Meine Mutter war ja auch Schauspielerin, also da hat man das natürlich das Hochdeutsche gelernt. Ja. Aber wenn ein Handwerker kommt, ein echter Berliner, dann kann ich auch loslegen. Ja, so. Da muss ich sagen, also können Sie da mal runterkicken? Ich weiß nicht, irgendwie läuft das Wasser nicht richtig. Ja? Ja, also, jetzt höre ich wirklich das schön den Berliner Slang raus. Dieses Genre, das Sie auf die Bühne bringen, ist das immer eher komödiantisch oder ist das eher, oder kann es auch mal kriminalmäßig sein oder dramatisch? Oder, also Kriminal haben wir noch nicht gehabt, steht auf meiner Liste, das berühmte Kriminaldinner. Aber ich sag immer, also erstmal die Leute zum Lachen zu bringen, ist natürlich mein wichtigstes. Und es gibt manchmal immer eine kleine Träne, wie bei, sagen wir mal, bei Piaf.
wenn der Boxer stirbt oder wenn sie alt und gebrechlich auf die Bühne kommt, was man jetzt nicht so sich vorstellen kann, aber die Bühne macht es möglich, dann weinen die Menschen tatsächlich vor Rührung. Und das finde ich auch schön. Also sie sollen keine Angst haben, sie werden immer lachen bei mir, aber wenn es dann doch mal so ist, dass es sie emotional packt, dann ist es für mich das größte Geschenk. Nun sagt man ja immer, Schauspieler, wie auch Sie wahrscheinlich als Regisseurin oder Intendantin, man liest nicht die Kritiken. Lesen Sie Ihre Kritiken? Das ist ein seltsames Spiel, weil beim ersten Theater war Claudio Maniscalco auch der Manager. Und da sind wir zu allem. Der hat mich zu allem gescheucht. Jede Presse musste kommen und es war immer Stress. Bei diesem Theater ist das anders. Es gibt gar keine Kritiker. Also ich habe, wenn neue Darsteller dazukommen oder so, sage ich immer, also bei uns läuft das völlig easy. Ja, weil ich halte mich selber und unser Theater jetzt nicht für so wahnsinnig wichtig, dass ein armer Kritiker, der ja gebeutelt ist in dieser Stadt, weil das Überangebot da ist, nun auch noch auch zu uns kommen muss. Wir haben nichts dagegen. Also wenn jemand meint, er hat Lust, über uns zu schreiben, gerne. Aber wir laden jetzt nicht unbedingt dazu ein. Aha, gut. Und wir sind alle so, ruhen alle so in unserem Beruf, dass wir jetzt auch nicht meinen, man muss jetzt noch mal die große Karriere nach außen hin machen. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir über ganz Berlin herrschen dürften. Aber diese Autarkie, die Sie dann so haben, ist natürlich auch schön. Ja, also, vor allem so etwas ruhiger. Etwas ruhiger und vor allem nicht so stressanfällig, weil ja auch mancher Kritiker sehr seinen eigenen, wenn man das in anderen Theatern verfolgt, sehr seinen eigenen Stiefel hat da und dann sagt man, und manchmal musste ich mich selber fragen, was hat der eigentlich jetzt gesehen? War ich im gleichen Stück? War ich im gleichen Stück und wenn Sie sich davon frei halten, finde ich das eine tolle Sache. Was würden Sie sich wünschen zum Abschluss? Wir sind in der letzten Minute, glaube ich. Ich wünsche mir, dass alle meine Schauspieler, mein Mann und alle um mich herum und ich selbst gesund und munter sind. Dass wir es noch lange machen können und dass ganz viele wunderbare Leute kommen und dass immer weiter gesagt wird, wir können immer ausverkauft sein. Also das wünsche ich Ihnen auch. Ich habe jetzt kein Signal, ob wir wirklich zum Ende kommen. Ungefähr sehe ich das. Gut, also auch da kriege ich leichte Fragezeichen. Gleichwohl, ich schließe mich diesem Ihren Wunsch an. Ich habe mich sehr zu bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, herzukommen. Ich will noch einmal die Adresse sagen. Jungfernstieg in Berlin-Lichterfelde Ost, direkt vom Bahnhof Lichterfelde Ost zu erreichen. Zu Fuß eine Minute, zwei Minuten wahrscheinlich. Und da ich selber dort gelebt habe, weiß ich, es ist immer ein nettes Publikum, was um Sie herum sein wird. Genau. Und ich freue mich, dass es da nun endlich ein Theater gibt. Und ich werde sicherlich auch in Bälde mal Ihr Gast sein und hoffe, dass Sie, meine Damen und Herren, an den Fernsehschirmen auch in dieses Theater finden werden. Vielen Dank und bleiben Sie der Sendung bitte treu und Ihnen nochmal herzlichen Dank. Danke auch.